Tag 7. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Pineview Drive. Meine lieben Freunde, wo ich mich jetzt auch wieder in einer neuen Session befinde. Und ja, ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, wo ich gespielt habe. Aber ich weiß noch ganz genau, dass wir beim letzten, also vorherigen Part, wenn man so will. Für euch ist ja dann jetzt wahrscheinlich nicht so lange her, als die Folge kam. Und da weiß ich noch ganz genau, da sind wir ja hier auch ein bisschen, haben wir ja hier, oder ich vielmehr, habe hier ganz schön gebraucht, um hier wieder weiterzukommen. Nur weil wir eigentlich diesen Scheißschlüssel nicht wirklich gefunden haben erst. Oder ich vielmehr, ja, ich sage immer wir, aber naja, da wisst ihr schon ganz genau, wie ich das meine. Und was war das eben? Wisst ihr schon ganz genau, wie ich das meine? Ich sage ja immer wir, ich meine aber natürlich mich eigentlich. Aber naja, jetzt gut. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei einer neuen Folge, wie gesagt. Freut mich doch immer wieder sehr drüber, wenn ihr gerade bei Horrorspielen mit reinschaut hier bei mir, um euch mit mir zusammen ein wenig zu gruseln, Alter. Was ist das denn? Telefon? Meinen die das hier vorne jetzt gleich, oder? Aber jetzt klingelt das doch schon wieder gar nicht mehr. Das hat doch eben geklingelt hier, oder nicht? Okay, erstmal kurz wieder. Alter, du willst mich doch verarschen. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder gucken, wie das hier alles war mit der Taschenlampe und das alles. Wieso klingelt das Telefon? Was war das gerade? Boah, Leute, ich krieg wieder Gänsehaut. Verdammte Axt. Das klingelt ja gar nicht hier. Und wo kommt das denn? Hier. Ich kann jetzt aber gar nicht abnehmen hier. Das ist doch das, was hier klingelt, oder nicht? Das Telefon. Warum kann ich das denn jetzt nicht abnehmen? Oder ist das doch hier nebenan? Das hört sich nur so komisch an. Okay. Alter, mach bloß Licht an hier. Steht hier noch eins? Jetzt klingelt das wieder woanders. Oh, Alter, Leute. Das fängt ja schon wieder super an. Ich mach mir gleich nass hier wieder. Da ist ein weiteres Telefon. Was war das? Alter. Gib her den Schlüssel. Boah, Alter, jetzt geht's ja gar nicht mehr hier gerade. Alter. Was da? Was ist das denn? Ach, von der Pflanze hier, Alter. Okay, wir haben einen weiteren Schlüssel. Einmal die Batterien nachladen, bitte. Oder wechseln. Boah, Alter. Krasse Scheiße. Warte mal, jetzt haben wir... Die Tür hier macht mir echt stutzig. Die ist ja noch nicht... Die ist ja noch nicht auf, ne? Ach doch, natürlich, da war ja der Clown. Oh, das auch noch, ey. Stimmt, ja, der war ja hier auch noch. Mach keine Faxen, sag ich dir. Quietsch, quietsch. Alles ist gut. Hier war nämlich auch noch zu, ne? Okay, wir haben aufgeschlossen. Wir haben aufgeschlossen. Sitzt du da noch? Okay.
Okay, er ist immer noch da. Alter, der macht mir ja richtig zu schaffen, ne? Mach mal hier immer auch bitte Licht an. Danke, aber die Tier. Hier sind Brot und Wein, vermute ich mal ganz stark. Hier hat man noch ein paar Streichhölzer, aber sonst. Guckt die zu uns? Nee. Ich hab gerade gedacht. Ah, Batterien. Das ist gut. Okay, beide Schlüssel haben wir jetzt gebraucht. Ich habe gerade Schritte gehört, Leute. Boah, Alter, wie sich das gerade bei mir alles aufstellt. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Das ist halt ja. Hier war schon wieder die nächste Notiz. Was war das denn? Alter, ich höre jetzt hier ständig was. Seit heute kreisen ständig Krähen über dem Haus. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm, den sie machen. Also, sag mal so, ne? Die Krähen wäre jetzt mein geringstes Problem, ehrlich gesagt. Entschuldigung. Mein Gott, da muss ich mal erstmal wieder ein bisschen räuspern gerade. Okay. Tag 8. Wobei ich jetzt sagen muss, ich war von Tag 7 doch recht enttäuscht, ehrlich gesagt. Na, was heißt enttäuscht? Das war jetzt halt relativ kurz, meiner Meinung nach. Und er sagte, draußen fliegen jetzt Krähen umher. Vermutlich müssen wir da erstmal hin zu den Krähen, oder? Naja gut, und Tag 7 jetzt halt, ja, ist halt... Wir haben das halt schon... Alter. Wir haben jetzt halt sehr schnell gelöst, ne? Steht das Auto noch hier? Wir haben jetzt halt sehr schnell gelöst, aber vielleicht hatten wir auch nur Glück. Einfach. Da wir gleich direkt die richtigen Räumlichkeiten gefunden haben, wo die Schlüssel eben passen, ne? Hier haben wir die Batterien ja schon mitgenommen, ne? Ja. Alter! Mach keinen Scheiß hier. Wo sind denn jetzt hier die... Wo sollen denn jetzt hier diese komischen Krähen sein? Jetzt sag mal nicht bei der Vogelscheuche. Momentan sehe ich hier noch gar nichts. Wo sind denn jetzt hier Krähen? Ich möchte mich jetzt hier draußen auch gar nicht so lange aufhalten. Ich meine, solange... Solange es noch hell ist... Alter... Solange es noch hell ist, geht es ja einigermaßen immer, aber... Wir haben jetzt im Moment auch wirklich gar keinen Schlüssel mehr. Jetzt haben wir sie auch alle verbraucht. Lang hier nicht noch irgendwo Batterien? Das hat gar nicht mehr. Hier lag aber, glaube ich, auch noch ein Schlüssel, ne? Bin ich der Meinung, dass wir hier auch einen Schlüssel gefunden haben. Alter, wie hell das einfach ist, wenn das hier blitzt, ne? Krass. Aber ich sehe jetzt hier... Ehrlich gesagt, gar keine Krähen irgendwo rumfliegen. Von daher würde ich sagen, wir gehen mal wieder rein, lieber. Es wird... Alter. Es wird jetzt auch schon wieder ganz schön schnell dunkel. Ja, halte ich für das Beste. Ist da jetzt die Tür auf? Okay, die musste erst spawnen, quasi, die Tür. Ne, und was ich auch schon mal sagte, glaube ich. Wie krass wäre das denn jetzt bitte schön, wenn man von draußen reinguckt und man sieht da irgendeine Gestalt dann laufen. Hier jetzt im Haus drin irgendwo. Alter! Mach keine Scheiße. Alter, Taschenlampe her.
Nachladen. Jetzt geht hier das Licht nicht mehr, ne? Na super. Das ist ja super, ist das ja. Weißt du auch natürlich gar nicht wohin. Wir haben jetzt hier gar keinen Anhaltspunkt, wo wir jetzt nächstes hin müssen. Aber wir brauchen ja definitiv jetzt erstmal wieder einen Schlüssel, einen weiteren, um in die nächsten Türen zu kommen. Hier ist ja unser Schlafplatz. Und hier ging es auch nochmal nach oben, ne? Das ist natürlich die Frage, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Da ist gar keine Birne mehr heil geblieben. Sind alle durch. Eieieiei. Licht, Licht. Ich fühle mich ja immer ein bisschen sicherer, wenn wir hier ein bisschen Licht anhaben. Die sind auch alle durch hier oben. Die Lampen. Ich bin jetzt auch tatsächlich froh, dass ich das doch ein bisschen heller gelassen habe. Also die Helligkeit vom Spiel. Vom Spiel finde ich die Passungsschlüssel ja super. Und das sind natürlich Kerzen. Nee, ne? Nee, das sind schon Birnen drin gewesen. Die sind alle durch. Aber hier befand sich doch gar nichts weiter im Moment, oder? Ich steige da jetzt nicht ganz hinter, was er meint mit den Krähen. Ich war mir jetzt ziemlich sicher, dass wir raus müssen. Weil er sagte ja, dass die Krähen... Alter. Dass die Krähen draußen Krach machen. Hier war nochmal eine Kammer, ne? Genau. Eine Kammer ist hier nochmal. Aber hier war nichts weiter, oder? Nichts. Kein Schlüssel. Okay. Gehen wir einfach nochmal. Einfach nochmal hier rein. Und hier war nämlich der im vorherigen Part dieser Schlüssel. Der lag hier drin, den ich nicht gesehen habe erst. Wo ich hier stundenlang rumgeirrt bin. Aber hier erkenne ich jetzt auch nichts. Auf dem ersten Blick. Aber manchmal bringt's ja was, wenn man eine Kerze anzündet. Haben wir schon mitbekommen, Alter. Ständig hörst du das hier irgendwo knallen und poltern. Macht einen doch schon immer ein bisschen Schiss. Kriegst du ja doch dann. So hier und da. An diversen Stellen. Vielleicht müssen wir auch einfach... Was ist das, Alter? Mach keine Scheiße jetzt hier mit mir. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass das noch was bei den Klauen auf sich hat. Der sitzt da nicht einfach nur umsonst. Das ist genauso wie mit dieser Vogelscheuche da draußen. Alter, wir sind jetzt erst bei Tag 8. 30 sind es wohl, die wir hier überstehen müssen. Aber dafür stellen wir uns doch im Moment noch gar nicht mal so schlecht an. Wenn ich mich da jetzt mal halt ein bisschen selber loben darf, ja. noch bin ich ja guter Dinge wieder. Ihr wisst ja, neue Session. Neues Glück, wie ich immer so schön sage. Aber... Ja, da hab ich schnell ihn in die Mir war so, als hätte ich eine Katze aus dem Korridor zum Fernsehzimmer gehört. Wo ist denn der Wo ist denn der Fernsehzimmer? Wo ist denn der... Hier?
Ne, hier ist kein Fernseher. Ach, unten. Ne? Der war unten. Der Fernsehzimmer müsste ja eigentlich hier sein. Geradezu jetzt, ne? Oder? War ich hier? Ne, hier ist ja gar kein Fernseher drin. Wo ist denn der Fernsehzimmer? Hier ist der... Doch, natürlich. Moment, Moment, Moment. Korridor ist... Da ist es doch. Hallo, Mullekatze. Bist du artig? Mach keine Scheiße bitte jetzt. Nein, bitte nicht. Alter! Müssen wir dir jetzt folgen? Und du bleibst schön sitzen? Nein, okay, er bleibt schön sitzen. Noch bleibt er schön sitzen, ne? Wo sind die jetzt hin? Ja, da hab ich mich da verjagt, eben, Junge. Diese scheiß Gequietsche. Ja, wo kann die denn jetzt hingelaufen sein? Nach draußen wohl eher weniger, oder? Die könnte ja normalerweise nirgendwo durchkommen, ne? Das finde ich jetzt ein bisschen Quatsch gerade. Ehrlich gesagt, weil die Türen sind ja nun mal zu. Natürlich, das gibt auch Katzen, die machen sich die Türen ganz alleine auf, aber... Ja gut, dann würde man das ja sehen oder hören. Zumindest mal jetzt, ne? Oh, jetzt sag mir nicht, ey, jetzt sag mir nicht, wir müssen die hier tatsächlich suchen. Und vor allem, wo kommt die Katze her? Das Haus ist doch schon seit Jahren verlassen, oder nicht? Wie kann die jetzt überhaupt noch leben? Mietz, 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 Mietz. Hallo, Mulekatze, wo bist du? Mietzi. Ich weiß jetzt nicht. Oh, jetzt wieder alles abgrasen hier? Ist doch doof. Das ist doch doof. Ich geh mal nach oben. Scheiß, was soll's. Kommt. Wir gehen jetzt einfach mal nach oben. Nein. Nicht so was schon wieder. Nicht schon wieder so ein... Psst. Bitte nicht so was machen mit mir, okay? Okay, die Taschenlampe ist gleich alle, verdammte Axt. Und trotzdem bin ich, wie gesagt, doch echt froh, dass ich die Helligkeit bei dem Spiel doch genauso gelassen habe und nicht noch dunkler gemacht habe. Das muss ich ehrlich gesagt gar nicht haben. Okay, da hinten war ja noch zu, ne? Es geht ja eigentlich dann nur hier weiter. Für da hinten haben wir noch keinen Schlüssel. Mietz, 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 Mietz. Hallo, Mulle. Wo bist du denn? Wenn die wenigstens mal einen Laut von sich geben würde, ne? Nix. Gar nix. Die ist jetzt auch gar nicht mehr auffindbar hier, ne? Ah, ich merke gerade, die lädt sich immer wieder nochmal einen Ticken auf, die Taschenlampe, aber ja, bringt uns herzlich wenig. Ehrlich gesagt. Und ich glaube, hier müssen wir jetzt erstmal gar nicht mehr hoch, oder? Was war das denn eben? Okay, die Kerze brennt sogar immer noch. Die wir hier angemacht haben. Interessant, ne? Ist eigentlich ganz gut, wenn die immer noch brennen, ne? So kann man sich wenigstens merken, wo man schon war. Oder so sieht man wenigstens immer gleich wieder, wo man schon war. So rum wird ein Schuh draus. Hier eine Kammer. Haben wir da eben reingeguckt, ja, ne? Ja, da ist auch nicht. Wo ist denn die Katze jetzt hin, verdammt? Die ist doch rausgerannt. Aus dem Flur, oder nicht? Mach mal hier oben an. Was soll's? Die da oben... Die werden wir erstmal noch schön liegen lassen, die Steuerhölzer. Wir haben ja momentan noch 8. Weil ich glaube, wir bekommen immer 5 Stück wieder, wenn wir eine Schachtel nehmen, ne? Genau, hier war nämlich noch zu. Ich glaube, wir bekommen immer 5 Stück... 5 Streichhölzer.
Das wäre ja denn sonst Verschwendung. Wenn wir die Schachtel jetzt schon wieder nehmen würden. Wir normalerweise aber 5 bekommen würden, aber nur noch 2 nehmen können. Das ist ja Quatsch. Ne, das ist ja schon wieder totaler Quatsch. Brauchen wir nicht machen. So, Mole Katze, jetzt habe ich hier aber langsam die Faxen dick mit dir. Wo bist du nun? Das gibt doch ja nicht. Da soll ich doch vielleicht nochmal da wieder reingehen in den Raum. Eigentlich... Sie kann doch nicht einfach da abgehauen sein, oder was? Mit was hat die Katze da vorhin eigentlich auf dem Teppich vor dem Fernsehzimmer gespielt? Ja, liegt das da noch? Nee, jetzt ist das Licht aus, ne? Ah, jetzt sind die auch schon kaputt, die Lampen, oder was? Ach, jetzt, natürlich, jetzt liegt da was! Oh nein. Okay. Hier waren wir ja eigentlich schon mal drinne. Aber da ist noch eine Tür. Da haben wir ja Streichhölzer. Okay, der passt hier nicht. Verdammte Axt. Und hier war bloß noch ein Raum mit einer weiteren Tür. Die haben wir hier beide schon verbraucht, die Schlüssel gehabt. Genau. Alles gut. Mehr ist hier nicht. Und du machst bitte nichts. Bitte bleib einfach sitzen. Der macht mich fertig, der Clown, Alter. Vor allem, weil man die ganze Zeit immer schon drauf wartet, dass was passiert mit dem. Okay, wir haben weiteren Schlüssel. Wir haben einen weiteren Schlüssel. Wo war jetzt noch zu? Oben, oben, oben. Lass uns nach oben gehen. Nochmal. Lasst uns nochmal nach oben gehen. Ich möchte diesen Tag jetzt noch ganz gerne abschließen. Mit euch zusammen. Da ja Tag 7 jetzt halt wirklich nur... Oder da wir den ja jetzt halt recht zügig gelöst haben. Wahrscheinlich mehr aus Glück bei mir. Oder durch Glück bei mir. Passt ja jetzt hier vielleicht. Das wäre ja super. Nein! Verdammt! Wo haben wir denn noch eine Tür, die zu ist? Da hinten sind alle Räume auf. Oder die Türen. Wo hatten wir denn jetzt noch eine Tür, die zu ist? Ah, natürlich, 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 natürlich. Ich weiß wo. Hier sind alle offen. Hier ebenso, aber... Hier hätten wir noch eine Tür, die zu ist. Jawohl. Okay. Da läuft mir doch wieder direkt ein Schauer hier über den Rücken. Da geht es... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da geht noch höher. Ist hier noch zu überall? Zu? Und hier? Zu, hier ist überall zu. Batterie. Okay, draußen ist niemand zu sehen. Ich hoffe, das bleibt auch alles so. Oh, ist offen. Alter. Batterien sehe ich da hinten schon wieder. Streichhölzer. Komm, mach mal hier immer das an. Und das auch noch. Wenn denn irgendwo angeht noch. Nee, die sind jetzt... Alter, jetzt haben wir ja nirgendwo mehr Licht mit einem... Also mit Strom. Oh mein Gott, oh Mist, oh nein. Ach, hier ist jetzt wieder zu. Na super. Liegt hier vielleicht aber irgendwo der Schlüssel? Und ich sehe ihn bloß nicht. Eher weniger, ne? Doch, da liegt einer. Siehst du? So ist das nämlich manchmal. Aber der passt hier trotzdem nicht. Kann man ganz schnell was sehen, die ollen Schlüssel. Okay, hier waren die Räume auch noch überall zu. Geht mit denen auch nicht auf. Und was haben wir hier jetzt noch? Geht's hier jetzt vielleicht rein? Jawohl.
Alter! Da waren dann eben Mäuse oder was? Oh Mann, hier. Okay, aber was bringt mir der Raum jetzt? Ach, da! Eieiei. Geht's hier jetzt vielleicht auch noch rein? Nein, passt nicht. Moment, hier war noch eine andere Tür jetzt. Geht ja hier jetzt denn vielleicht der Schlüssel? Nein, ebenfalls nicht. Eigentlich bleibt uns jetzt nur noch die Option, nach oben zu gehen. Wenn da nichts passt, dann, ja. Hier geht jetzt tatsächlich nirgendwo mehr Licht an und ich sollte vielleicht mal die Taschenlampe... Zack, die Batterien wechseln. Da geht's doch mal höher! Alter! Boah, wie viele Schlüssel man hier finden muss. Du hast hier wirklich selten mal eine Tür, die so schon offen ist, ne? Das macht das Ganze ja... Alter, wie viele Türen hier sind, bitteschön. Mach mal bitte ein bisschen Licht an hier kurz. So viele Türen. Oh, hier bist du. Nein, nein. Mach nicht hier so einen Scheiß. Da ist der nächste Schlüssel. Streichholz an mich um, das ist egal. Jetzt komm. Und hier ist der Zettel. Okay, komm, gib her. Die alte Clownpuppe macht Linda von Tag zu Tag mehr Angst. Sie traut sich kaum noch an ihr vorbeizugehen. Oh nein, jetzt lass bitte nicht so weit kommen. Scheiße, Mann. Eieieiei. Ach Leute, und somit wären wir bei Tag 9. Und was sich an Tag 9 hier so abspielt in diesem Horrorhaus und ob das da tatsächlich schon mit dieser Clownspuppe losgeht, das und noch mehr, denke ich jedenfalls mal, sehen wir im nächsten Part. Wo ich natürlich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich würde mich freuen darüber und sage vorerst Tschüss. Bis zum nächsten Mal.